Hey Leute, es wird Zeit, dass wir mal wieder nach dem Rechten schauen. Wir waren schon lange nicht mehr im geweihten Land unterwegs, um nachzuschauen, ob hier alles in Ordnung ist. Aber es war auch lange Zeit ruhig. Das stimmt, Kion. Es war lange Zeit sehr ruhig, aber du kannst dich immer auf uns verlassen. Ja, Kion, du kannst dich immer auf uns verlassen. Du weißt, Banga Banga ist immer da für dich. Ich weiß, Leute. Und deswegen habe ich beschlossen, heute zu den Krokodilen zu gehen. Aber ich werde alleine gehen. Kion, das kann ich nicht zulassen. Okay, Fuli, dann kommst du mit mir. Und der Rest von euch schaut sich um im geweihten Land. Und sobald ihr etwas seht, gebt ihr ein Alarmsignal und dann werden wir kommen. Okay, Kion, das machen wir. Danke, dass du mich begleitest, Fuli. Ich wäre auch alleine zu den Krokodilen aufgebrochen. Aber so ist es natürlich besser. Kein Problem, Kion. Das mache ich doch gerne. Aber meinst du wirklich Beshti, Banga und Ono können im Rest des geweihten Landes aufpassen? Davon bin ich überzeugt, Fuli. Ono beobachtet alles aus der Luft. Er ist ein Kuhreiher und hat damit spitzen Augen. Er sieht einfach alles. Und sobald Banga und Beshti etwas sehen, wird Ono das ebenfalls im Blick haben und uns sofort alarmieren. So sind wir immer auf dem neuesten Stand, was hier im geweihten Land los ist. Okay, Kion, kein Problem. Dann vertraue ich dir da mal. Als Kion und Fuli die Krokodile erreichen, ist Maku, der Anführer, nicht begeistert. Kion, was willst du hier bei uns? Du hast hier bei den Krokodilen nichts verloren. Na danke, Maku, für die herzliche Begrüßung. Schönen Tag wünsche ich euch. Ich wollte nur mal nach dem Rechten schauen und gucken, ob hier alles in Ordnung ist. Bei uns ist immer alles in Ordnung, Kion. Das weißt du, wir sind Krokodile. Wir können uns selber verteidigen. Wir brauchen euch und deine Garde der Löwen. Das brauchen wir hier nicht. Plötzlich bemerkt Kion im Hintergrund einen Fuchs. Hey du, wer bist du? Was willst du hier? Oh, ich? Ich bin nur auf der Durchreise und ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ich wollte hier eigentlich nur schnell durch und auf die andere Seite des Landes. Na, das ist kein Problem. Wir helfen dir. Schließ dich uns an und dann führen wir dich durch das geweihte Land. So reist du hier sicher durch und... Vor allen Dingen weiß ich, dass er keinen Unsinn anstellt, Fuli. Okay, Kion, dann machen wir das so. Der Fuchs schließt sich den beiden Mitgliedern der Garde der Löwen an und lässt sich durch das geweihte Land führen. Nur damit du Bescheid weißt, wir werden gleich die Okapis passieren. Ich hab dich im Auge, nicht, dass du irgendwelchen Unfug anstellst. Nein, nein, ich würde niemals Unfug anstellen, aber ein bisschen Hunger habe ich schon. Untersteh dich, wenn du die Okapis angreifst, dann werden wir dich aus dem geweihten Land verjagen müssen und du bist hier nicht mehr willkommen. Ach, Kion, mach dir keine Sorgen. Ich weiß schon, was ich tue. Ich bin Banga, der Beste. Banga, hör bitte auf zu singen. Das nervt mich ganz schön und das kann ich jetzt echt nicht gebrauchen. Bin schon froh, dass hier bis jetzt nichts los ist und wir keine Gefahr sehen. Genau, Beshti, aber deswegen langweile ich mich doch. Und wenn ich mich langweile, dann muss ich singen. Aber bitte nicht jetzt, Banga. Da erreichen die drei die grasenden Okapis. Hunger! Der Fuchs rennt los und will die Okapis angreifen, aber Kion ist schneller und stellt sich ihm sofort in den Weg. Wow! Nichts da! Du greifst hier keine Okapis an! Wir haben dich gewarnt! Aber das war doch so nicht gewollt, Kion. Es tut mir leid, der Hunger ist einfach mit mir durchgegangen. Nein, das können wir dir leider nicht verzeihen. Für dich ist hier und heute Schluss im geweihten Land. Wir werden dich jetzt sofort hinaus begleiten und dich aus dem geweihten Land hinausschmeißen. Du kannst dann im Schattenland dein Dasein fristen und gucken, wie du dich mit den Hyänen schlägst. Unsere Gastfreundschaft ist hier und heute aufgebraucht. In meinem geweihten Land, da werden keine Tiere angegriffen. Hier lebt jeder in Frieden. Ach, Kion, es tut mir wirklich leid. Kannst du mir nicht noch einmal verzeihen? Nein, erst einmal müssen wir dich rausschmeißen und ins Schattenland verbannen. Sollte sich etwas ändern, dann werde ich jemanden losschicken, der dich davon unterrichtet und dir eine Rückkehr ins geweihte Land ermöglicht. Aber vorerst ist hier und heute Schluss. So Leute, das war's hier bei Bambino TV. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet oder uns sogar abonniert. Lasst uns doch bitte einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Wir freuen uns über jeden Kommentar und lesen sie immer wieder gerne. Und sagt bitte all euren Freunden Bescheid, dass es unseren YouTube-Kanal gibt. Tschüss, bis zum nächsten Mal!